Hermann Bichele vermittelt in seinem Lehr- und Lernbuch das Essentielle der Augendiagnose leicht verständlich auf den Punkt. Neben einer klar strukturierten Einführung in die Theorie der Methode werden anhand von 264 farbigen Übersichts- und Detailfotos viele wesentliche Zeichen und Strukturen hinsichtlich ihrer Erkennung und Bedeutung sehr passend erklärt. Das Buch ist ein Brückenschlag von der Theorie zur Praxis. Es beinhaltet die Physiologie des ophthalmen Apparates und verfolgt drei Ziele. Es geht an mit dem Sehenlernen. Ich muss erst einmal sehen, was kriege ich denn da zu sehen, auf was kommt es an. Der zweite Schritt wäre eben, Muster zu erkennen. Bestimmte Zeichen tauchen immer wieder auf und schauen immer wieder gleich aus. Eine Lakune ist immer eine Lakune, eine Wabe ist immer eine Wabe und ein Pigment ist immer ein Pigment. Und erst im dritten Schritt erarbeite ich mir dann die Frage, was bedeutet dieses Zeichen jetzt? An dieser Stelle und im Zusammenhang mit diesem Patienten. Highlights des Buches sind unter anderem diverse Grund- und Merksätze. Ich würde empfehlen, sich nicht überwältigen zu lassen von der Fülle an Zeichen und Informationen, die wir da zu sehen kriegen. Das überfordert jeden, der am Anfang steht. Meine Idee ist, fang langsam an, lerne Grundstrukturen kennen, lerne Zeichen kennen, wie die ausschauen, Muster erkennen. Das ist immer das Gleiche. Wir sehen eine Lakune und wir wissen, wie die Lakune ausschaut und wir haben dann eine allgemeine Bedeutung dazu und das reicht für den Anfang. Und so geht es mit allen anderen Zeichen auch. Erst im Laufe der Zeit werden die Fragen dann intensiver und wir schauen genauer hin und wir fragen, was bedeutet das Zeichen jetzt in dieser Situation mit diesem Patienten? Das ist dann einfach eine Weiterführung, aber die Grundlagen sind immer die gleichen. Das Buch eignet sich vor allem für Einsteiger, aber auch erfahrene Iris-Diagnostiker anderer Denkrichtungen können davon profitieren, weil das Werk durch sein Themenspektrum eine ganze Reihe von Ergänzungsmöglichkeiten bietet. Für mich ist Augendiagnose so faszinierend, dass ich mir eine Praxis ohne Augendiagnose überhaupt nicht vorstellen kann und mag.